Fresh McDumbledore. Ja, aber dann würde ich sogar fast eher Snape sagen als Dumbledore, ja? Tatsächlich. Ja, weil der hat ja auch so eine Schlüsselrolle. Ja, stimmt. Lass mal Snape probieren. Ich fühle irgendwie Snape gerade. Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mal nach langer Zeit wieder mit einem Top-5-Quiz und wir klären unter anderem, wer bei Harry Potter die meiste Screenzeit hat und was die größten Drachen bei Game of Thrones sind. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Wieder mal ein Top 5 Quiz. Und dafür habe ich mir natürlich hier zwei absolute Experten eingeladen, die da ein bisschen rumrätseln dürfen. Lieber Marcel, fühlst du dich gewappnet? Ja, ich bin ja Experte, also selbstverständlich. Ich bin auch froh, dass ich dich an meiner Seite habe. Aber ich bin ja auch selbst anscheinend Experte. Also, ich habe sehr viel Bock, habe sehr lange keinen Top 5 Quiz gemacht. Und ich bin sehr gespannt, welche Fragen du dir dieses Mal da zusammengetüftelt hast. Hier sind so ein paar klassische Richtungen. Es endet natürlich wieder mit einer absoluten Spaßfrage, auf die ich mich auch schon sehr freue. Haben aber natürlich auch ein paar Brecher dabei. Ich hoffe, es ist nicht wieder so ein Seriending mit Episoden und so weiter, weil da haben wir bisher, sind wir immer am größten gescheitert. Aber gut. Nee, genau das wird es nicht sein. Aber nee, okay. Wir starten natürlich einfach. Nicht allzu lange sind die Oscars her. Ihr habt es natürlich komplett verfolgt und wisst, wer alles nominiert war. Deshalb frage ich euch ganz easy, welche Filme haben bei der Oscar-Verleihung 2024 die meisten Nominierungen erhalten? Also nicht Oscars. Also nicht Auszeichnungen. Okay. Also wer ist da im Rennen? Oppenheimer. Killers of the Flower Moon. Ist auf jeden Fall auch im Rennen. Zone of Interest. Die Frage ist, für wie viel war Barbie tatsächlich nominiert? Poor Things sollten wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Die Frage wird ignoriert. Achso, das ist erstmal unser erstes Brainstorm. Das war die rhetorische Frage. Tatsächlich hier, aber ich glaube, das war nur für Special Effects, ne? Dieser Godzilla X Kong oder wie hieß er? Ach, den habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich muss leider auch zugeben, ich habe die Oscars dieses Mal nicht live verfolgt. Ich habe einfach nur am nächsten Morgen mir die angeschaut. Tatsächlich. Weil also ein Recap oder nur die Ergebnisse? Ich muss ehrlich zugeben, ich habe einfach nur die Ergebnisse gelesen. Ja, ich auch. Und dann, weil bisher mir noch die besten Moments angeguckt. Ja, ich habe mir auch so noch zwei oder drei Reden halt angeschaut. So von beste Schauspielerin, bester Schauspieler und so. Aber jetzt auch nicht die gesamten Oscars. Ich glaube, Anatomie eines Falls ist auch noch nominiert gewesen. Ich weiß nur nicht, für wie viele. Ob das nur Sandra Hüller war für die beste Hauptdarstellerin? Ja, das ist halt die Sache. Ich glaube, der war tatsächlich auch für mehr nominiert. Ich glaube, der war auch nominiert für bester Film zum Beispiel. Also, was ich glaube, ist, was Nominierung angeht, ist zum Beispiel auch Killers of the Flower Moon ein Kandidat, den wir auf jeden Fall in den Top 3 berücksichtigen sollten. Oppenheimer, ich meine, der hat 7 Oscars gewonnen. Der muss in sehr vielen Kategorien nominiert gewesen sein. Der sollte auch in den Top 3 eine Rolle spielen. Ich hätte auch gesagt, ich würde einfach mal starten wollen und Oppenheimer mal auf die 1 setzen, oder? Weil ich glaube tatsächlich, dass es der war, der die meisten Nominierungen hatte. Es macht Sinn, ne? Das ist einfach mathematisch das Klügste. Gefühlt ja. Ja. Wir gehen mit Oppenheimer, Tobi. Ihr geht richtig. 7 Auszeichnungen, also richtig auch gesagt, und 13 Nominierungen sogar. Auf der 1. Okay, nice. So. Kann ich mir hier freischalten? Ich würde mich nicht wundern, wenn auf der 2 jetzt nicht ein Film ist, der unglaublich abgeräumt hat. Poor Things hat halt tatsächlich, ich glaube, im Endeffekt 3 Oscars bekommen. Oder vielleicht sogar 4, bin mir gar nicht sicher. Aber ich weiß nicht, ob der auch nicht gerade. Obwohl, Poor Things könnte ein guter Kandidat für den 2. sein. Dachte ich gerade auch. Ich dachte auch, Poor Things ist für Platz 2 nicht schlecht. Dann wird es, finde ich, ich weiß halt tatsächlich nicht, für wie viel Barbie tatsächlich nominiert war. Ich meine, da waren ja durchaus auch die eine oder andere Nominierung mit dabei. Aber im Vergleich zu Poor Things, gute Frage. Sollen wir mal aber trotzdem schießen schon oder noch kurz? Ja, von mir aus können wir mal Poor Things schießen. Wir schießen Poor Things. Ihr seid keine Poor Things, ist richtig. Ist auf der 2 und hatte nämlich 11 Nominierungen, 4 gewonnen. Oh, stark. Das läuft bisher gut. Gefällt mir. Ja. Es läuft überraschend gut dafür, wie sehr ich mich mit den Oscars beschäftigt habe dieses Jahr. Ja.
Same here, aber man bekommt dann doch so peripher bekommt man doch einiges mit, so, ne? Also man hat das dann doch so ein bisschen im Hinterkopf. Ja, und jetzt ist die Frage, weil ich glaube halt, Killers of the Flower Moon oder Barbie, da würde ich fast noch Barbie davor sehen, glaube ich. So rein vom Gefühl her. Aber. Ja. Ich weiß nicht, wenn du so in die. Obwohl, also Barbie hat auf jeden Fall viele der technischen Kategorien auch bekommen, also nominierungstechnisch, ne? Ich weiß. Der einzige, wo ich es noch relativ genau weiß, ist, dass Zone of Interest 5 Nominierungen hatte. Und da wir jetzt bei Poor Things bei 11 sind, kommt da wahrscheinlich noch was zwischen, würde ich vermuten jetzt. Und da so Barbie und Killers of the Flower Moon? Maybe. Ja, maybe. Ich würde auch mal auf Platz 3 Barbie versuchen, tendenziell. Und dann mal schauen. Vielleicht auch nur Platz 4. Aber ich schätze schon, dass Barbie 3 oder 4 ist. Würde mich jetzt wundern, wenn es nur auf der 5 liegt. Boah, dann haben die aber sau viel verloren an dem Tag, ne? Das ist echt. Ja, aber haben sie, glaube ich, auch. Also ich glaube, die haben auch nicht viel gewonnen. Und ich glaube, die waren bestimmt in einigen Sachen nominiert. Mit bester Song und Kostüm und all sowas und beste. Die haben gar nichts gewonnen, oder? Barbie hat keinen Oscar bekommen, soweit ich weiß. Barbie hat einen Oscar bekommen. Oh, okay. Oh, das war. Dann. Mal gucken, wofür. Ja, aber gefühlt wurde der. Ja, lass mal. Also ja, ich wäre, glaube ich, eher für Killers of the Flower Moon und dann Barbie. Und dann Zone of Interest. Das ist mein Guess gerade. Und irgendeinen Film habe ich wahrscheinlich komplett vergessen, denn der wichtig wäre jetzt noch. Mhm. Ja, okay. Dann, du hast mich überzeugt. Dann machen wir mal Killers of the Flower Moon als nächstes. Wieder gut überzeugt. 10 Nominierungen auf Platz 3 und nicht einen einzigen Oscar. Das wirklich. Das, ja, das ist natürlich traurig, aber 10 Nominierungen sind trotzdem nicht schlecht. Also. Genau. Ja, aber jetzt Barbie, oder? Niklas. Oder meinst du das noch? Ja, nee, ich war ja bei dir. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt Barbie kommt. Oder jetzt kommt Anatomie eines Falls. Wir werden komplett von rechts geflankiert. Ja, bei Anatomie eines Falls weiß ich nicht genau. Also ich habe das Gefühl, es war halt die große Sache, dass Sandra Hüller die Nominierung dafür bekommen hat. Ich weiß nur nicht, ob der überhaupt noch eine andere Nominierung bekommen hat. Doch, doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich weiß nicht, in wie vielen Kategorien. Ich bin mir sehr sicher, dass es noch was anderes war, außer beste Hauptdarstellerin. Aber ja, komm, jetzt lass mal mit Barbie gehen. Der, ja. Oder? Ja. Barbie, Tobi. Barbie ist auf der 4. 8 Nominierungen, sehr gut. Guck mal, und 8. Den besten Song hatten sie bekommen. Also eine Auszeichnung. Also wie gesagt, ich bin mir sicher, dass Zone of Interest 5 hat. Ja, weil das ich, könnte natürlich weil wirklich vor meinem Arbeitsplatz stand 3 Wochen lang so ein Plakat mit Zone of Interest 5 Oscar-Nominierung. Ja, ich verstehe. Das hilft, ja. Ich verstehe. Ja, da könnte auch noch was dazwischen kommen, ne? Ja, das also 13, ist 11, 10, 8, 5 ist schon ein ziemlicher Drop, aber es könnte. Ich wüsste jetzt auch nicht, welcher große Film da noch wäre. Ich glaube, Mission Impossible war für so gut wie gar nichts nominiert. Zumindest kaum, dass ich mitbekommen hätte. War bestimmt für irgendwas nominiert, aber. Was war denn da noch so richtig Großes, das wir jetzt nicht am Schirm haben? Also. Ich würde es mal versuchen. Und wenn das nicht, dann würde ich mal Anatomie eines Falls versuchen. Und wenn das auch nicht, dann müssen wir nochmal ganz rekapitulieren. Okay, Tobi. Wir gehen mit Jonathan Glazer, The Zone of Interest. In der Tat 5 Nominierungen und genauso viele wie Anatomie eines Falls unter anderem oder The Holdovers oder amerikanische Fiktion und vollkommen richtig, nein, ist auf der 6. Also einer ist euch durchgerutscht. Einer ist uns durchgerutscht. Wir waren also nicht schlecht mit dabei. Haben wir den schon genannt? Nein. Aber das ist das Problem. Okay, einer ist uns gerade noch, einen haben wir noch gar nicht umschaut. Haben wir den gesehen? Kann ich nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Hm. Also ich habe ihn geguckt. Du hast ihn geguckt? Ich habe ihn geguckt. Hm. Und wir haben ihn nicht zusammen gesehen? Das kommt auch vor. Das fällt dir ein, Jeremy. Oh, der Junge und der Reiher. Oh, das könnte sein. Der letzte Film. Aber zählte das schon mit rein? Oh, stimmt, der hatte den Release im Januar. Ja, deswegen. Der ist 2024, du hast recht. Eieiei, okay, was fehlt uns denn da? Oder wirklich was Animationsmäßiges? Nein. Nein, das ist schon mal ein guter Tipp. Ist auch ein Film, ich kann schon mal sagen, 7 Nominierungen und keinen einzigen gewonnen. Ja, das macht's schwieriger. Auch in den, okay, ich habe noch eine kleine Nachfrage. Auch in den Hauptkategorien nominiert gewesen? Ich meine, dass gerade der Hauptdarsteller nominiert war und auch sehr enttäuscht war, dass er nichts bekommen hat, weil er sehr viel dafür geübt hat. Ah, hier, das ist der Film Maestro.
Ah, Bradley Weil Cooper. Weil da hat doch Stimmt. Bradley Cooper irgendwie acht Jahre geübt, wie man dirigiert. Ehrlich? Ja, der hat sich da, also übelst lang auf jeden Fall. Weil lustigerweise, es gibt ein Video bei YouTube, wo ein echter Musiker versucht, nach dem Dirigieren von Bradley Cooper zu spielen. 1-1-1. Also wenn er das wirklich acht Jahre geübt hat. Ich weiß, aber vielleicht mag sein, dass es in anderen Szenen besser ist, aber dieser Musiker war sehr verwirrt, auf jeden Fall. Ja, vielleicht hat er sich auch nur die Dirigierart versucht anzueignen. Stimmt, das kann natürlich auch sein. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein, seine aber, Haptik und sowas. Aber dann bin ich mir sehr sicher, dass es tatsächlich Maestro ist. Ich wusste nicht, dass der noch in so vielen anderen Kategorien nominiert war. Der hat auch einen richtigen Slap bekommen, ne? Stimmt, das passt alles ganz gut. Das war auch als bester Film nominiert. Carey Mulligan als bester Hauptdarstellerin, Drehbuch, Kamera, Maske, also, Ton. Ist auf jeden Fall richtig. Maestro mit 7 Nominierungen auf der 5. Und deswegen hatte ich den auch nicht mehr so auf dem Schirm, weil der tatsächlich ein bisschen untergegangen ist einfach. Hm. Ich habe ihn aber auch gesehen tatsächlich. Ah, ja, okay. Also, wie fandst du kam den? Jetzt nur nicht drauf, hab ihn irgendwie da gerade nicht in der Riege der anderen eingeordnet, weil der halt ein bisschen untergegangen ist, ja. Wie fandest du den? Durchaus solide, jetzt aber auch nicht überragend. Ja, das überschneidet sich mit meiner Kurzkritik, die ich da so zu sagen würde, ja. Okay, das heißt, bis auf Maestro sehr, sehr gut performt, also Chapeau, deshalb seid ihr ja auch die Experten. Okay, let's face facts. Wenn ihr Filmpalava mögt und uns supporten wollt, dann hilft es uns gewaltig, wenn ihr den Kanal abonniert und ein Like da lasst. Zusätzlich könnt ihr uns über Patreon unterstützen, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ganz lieben Dank und viel Spaß beim weiteren Podcast. Und es geht weiter mit dem zweiten Top 5 Kategorie-Gedöns. Es ist wieder Screentime, wie wir schon häufig hatten. Und diesmal ist die Frage, welche Figuren haben die meiste Screentime bei Harry Potter? Oder hatten wir das schon mal? Da war ich, bin ich mir gar nicht mehr hundertprozentig. Ich glaube nicht, ne? Nee. Das ist Vorbereitung. Ja, irgendwann habe ich ja aus Versehen mal was Falsches vorgelesen. Ja. Ah, schön. Also, sind die beliebtesten Personen bei Harry Potter. Ja, das kann sein. Das war's. Und aber nicht Screentime. Ja. Also ich habe einen Verdacht, wer auf der 1 ist. Aber es war Ich hatte auch einen Verdacht. Ich glaube auch eher, danach wird es interessanter. Aber ich würde mal Harry Potter auf der 1 einloggen. Ich glaube, das können wir auch direkt. Wir direkt machen, Harry Potter 1. 539 Minuten. Damn. Mit großem Abstand also auch da vorne. Es sind auch nur die 8 Originalfilme. Mhm. Ja, das habe ich schon gedacht. Ja, das ist ein guter Hinweis. Also Ron und Hermine drängen sich natürlich sehr stark auf. Ja. Ja, schön gesagt. Ich würde auch eher zu Ron tendieren, tatsächlich, weil wirklich halt alleine dadurch, dass die, erzähle ich jetzt Quatsch, aber die sind ja teilweise, ist das getrennt in diesen Aufenthaltsräumen? Ja, da haben die Jungs und Mädels Aufenthaltsräume. Und immer wenn Harry halt mit jemandem redet, ist es meistens Ron. Also Das stimmt. Ich dachte halt gegen Ende ist Harry auch mal eine Weile nur mit Hermine unterwegs, weil Ron da dann abhaut. Aber ich glaube nicht, dass es das wettmacht. Ja. Also, und vor allen Dingen, du hast ja bei Ron auch immer noch die Weasleys. Das ist immer noch die ganze Weasley-Family. Da geht es auch immer um Ron primär. Stimmt. Also steht ja auch mehr im Vordergrund. Also ich würde auch mal auf 2 mit Ron Weasley tatsächlich gehen, tendenziell. Ja, ist ja auch kein mutiger Guess. Also nee, das ist wahr. Ja? Das wäre schön, wenn es jetzt falsch wäre. Ist richtig, Ron Weasley ist auf der 2. 211 Minuten, also nicht mal die Hälfte so von jetzt, Harry Potter. Jetzt wird es aber schon interessanter. Verrückt. Damn, das ist wirklich... Naja, Hermine? Ich sehe da schon trotzdem Hermine, ja. Und dann wird es, finde ich, interessant. Weil dann kommen hier die ganzen Konsorten mit Dumbledore und Snape und Hagrid und was weiß ich nicht alles. Aber ich würde 3 Hermine würde ich schon sehen. Ja, let's go. Da muss man nicht lange überlegen. Hermine auf der 3, 205 Minuten. Also knapp dahinter. Oh ja, tatsächlich. So, Freunde. So. Jetzt Dumbledore? Jetzt wird's spannender. Was ist denn mit sowas wie zum Beispiel Malfoy? Draco Malfoy? Aber ich weiß nicht, ob der mehr zu sehen ist als zum Beispiel halt Dumbledore. Dumbledore ist schon auch... Ah, wobei, ist der wirklich so viel zu sehen? Der hat halt immer so diese prägnanten Szenen, aber ist der wirklich so viel zu sehen? Das stimmt. Neville? Also das ist jetzt schon, jetzt kommt ein harter Cut. Ja. Hagrid ist auch, aber der ist auch dann nicht so viel, der hat auch Teile, wo er kaum mit dabei ist, gefühlt, wo er kaum zu sehen ist.
Oder so eine McGonagall oder sowas? McGonagall. Ja, aber ich glaube, da ist. Ja, ja. Aber ich glaube, da ist Dumbledore mehr als McGonagall. Snape könnte noch sein, weil der halt auch den Unterricht immer macht. Zum ja, wobei immer. Ja. Oder, aber der ist oder? Halt schon auch sehr, sehr jetzt prägnant, ne? Vielleicht Snape, auch so ein Malfoy. Also. Da bin ich jetzt ein bisschen. Weil du hast, wenn du dir vorstellst, du nimmst die Klassen. Irgendwie. Und Malfoy hast du halt immer dabei. Der läuft da immer irgendwo rum und macht seinen Schabernack. Und die Lehrer, die hast du dann immer nur in ihren Kursen quasi. Ja, ist schon richtig. Und so als der Hauptantagonist in den ersten drei oder vier, ist ja kein richtiger Antagonist, aber so halt das Arschloch quasi in den ersten drei oder vier Filmen. Und dann später hat er ja sogar noch eine eigene Storyline mit dem Verschwindekabinett und so weiter. Vielleicht. Ja, stimmt schon. Und der ist auch bis zum Ende wirklich mit dabei und auch immer wieder zu sehen. Aber wie gesagt, Snape, Dumbledore, Draco Malfoy, boah, das ist jetzt echt. Aber wir können gerne mal Draco Malfoy probieren. Sirius Black macht keinen Sinn, ne? Weil die ersten beiden Filme nicht dabei und. Und auch dann, klar, der hat dann im dritten Teil natürlich etwas prägnanter, wobei auch da ja eher erst gegen Ende so richtig. Orden des Phönix? Ja, auch nicht so wirklich. Ja, also da sind die zwar immer mal wieder zu sehen, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Platz 4. Also ich würde wirklich mit den bei den Hauptcharakteren bleiben. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn. Und dann, jetzt ist nur die Frage, ich würde. Ja, lass uns ruhig mal Draco Malfoy probieren. Ja. Hat nur 31 Minuten, ist damit auf der 8. Oha. 31 okay. Minuten. Aber die sind jetzt alle sehr, sehr viel geringer. Vielleicht dann doch. Ja, das glaube ich. Doch der aber, Fresh McDumbledore. Ja, aber dann würde ich sogar fast eher Snape sagen als Dumbledore, ja? Tatsächlich. Ja, weil der hat ja auch so eine Schlüsselrolle. Ja, stimmt. Lass mal Snape probieren. Ich fühle irgendwie Snape gerade. Okay, er fühlt Snape. Er fühlt Snape falsch. Snape ist knapp auf der 6 mit 2 Minuten zu wenig. Ah. Ja gut, dann doch Fresh Dumbledore. Der Vito. Dumbledore. Hey, Meini. ich muss aufpassen, weil ich nicht zu konzentriert nach rechts gucke. Ich habe nichts gesehen. Ja, ist immer das gleiche Problem hier mit dir. Ja, du wolltest doch eh schon mit Dumbledore gehen. Ich habe dich jetzt in die falsche Richtung getrieben mit Snape. Dann lass mal Dumbledore machen. Fresh Dumbledore ist auf der 4. 77 Minuten. Der hat ja irgendwann auch diesen langen Story-Arc damit, wo der mit Harry unterwegs ist. Und die ganze Zeit sich das Wasser reinballert. Apropos langer Story-Arc. Ja. Voldemort? Ja, Voldemort, dachte ich gerade auch. Das Problem ist halt, der kommt natürlich erst so richtig dazu am Ende von Teil 4. Die Frage ist, ob, wie heißt der nochmal, Krill, ob der gezählt wird. Ja, das würde mich jetzt sehr wundern, ne. Und dann ist der ja auch immer nur recht kurz zu sehen. Wobei ja gut, in den letzten zwei Teilen halt wahrscheinlich mehr, ne. Aber so viel? Ja, das ist auch gut. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, mehr als Snape. Also das verwirrt mich auch. Vielleicht kommt doch irgendwie noch so ein Gryffindor-Boy oder Girl um die Ecke. So eine Luna oder sowas? Nee, ne? Nee. Aber, nee. Genie! Nee, aber auch nicht mehr. Oh, okay. Ist mir gerade zuerst mal nur eingefallen. So. Nee. Also, ich will es jetzt nicht ausschließen, aber es würde mich auf jeden Fall wundern. Ja, mehr als Snape ist schon. Snape ist schon jetzt nicht unprägnant. Aber wir können mal Voldemort probieren. Es kann echt sein, dass er in den letzten Teilen da einiges wettmacht. Dadurch, dass er da schon ja sehr. Also, es geht ja um dann den Zweikampf quasi. Kann schon sein, dass der da einiges reinholt an Screentime. Hat lange Szenen mit Harry halt dann am Ende, ne? Tatsächlich. Also, ja. Obwohl, ja, das ist schwierig. Aber sollen wir mal probieren? Ja, wir können es mal probieren. Voldemort hat es auf die 7 geschafft. 37 Minuten. Also auch nicht ganz daneben. Haben wir den Namen genannt, die 5? Irgendwann fiel er schon mal. Oh, das klingt aber nicht so, als wäre es in der letzten Minute passiert. Es ist nicht Genie. Es ist nicht Genie. Aber sie wäre tatsächlich auf der 9, also die wäre die nächste, die kommt. Ich dachte auch immer, dass die Genie heißt. Oder Genie, aber ja. Ja, das, weil Genie, da denke ich immer an Aladdin. Ja, hast du vollkommen recht. Genie heißt sie, ja. Genie. Mit Doppel-M, stimmt, hast recht. Aber wir haben es schon genannt, okay, oder doch, McGonagall? Ha. Oder Hagrid, nee. Oder doch Hagrid. Vielleicht so wegen den langen Szenen irgendwie, wo die, voll. Wir sehen, bewegen uns ja so bei einer Stunde, so, ne? Das könnte schon sein. Ja, lass mal Hagrid probieren. Ich finde Hagrid sogar noch besser als McGonagall, glaube ich. Ich glaube, der ist schon häufiger zu sehen als sie, oder? Boah, es ist echt super schwer. Komm, Hagrid, Tobi. Ja, Hagrid ist die 5. Ja, nice. Jawohl. 45 Minuten. Nice. Snape hatte 43, also knappe Kiste. Und dann wird er irgendwann noch McGonagall, Neville,
Remus, Lupin und so weiter gekommen. Lupin, ah ja. Luna Lovegood auf der 15 übrigens. Schöner Guess. I'm doing my part. Letztens noch was Starship Troopers gesehen. Der ganze Film ist nur Memes. Ganz fantastisch. Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich auch, es gibt ja einmal diese Szene, wo ganz viele Harrys auf einmal sind. Wo die so sich alle in den verwandeln. Ob das dann extra gezählt wird oder nicht, das habe ich nicht recherchiert. Als sie den dann zu Hause abholen. Das dann bald bei kuriose Filmfakten. Ja, stimmt. Ja. Ich finde es immer noch dämlich, dass sie sich in Harry alle verwandelt haben. Die hätten ja auch jede andere Person nehmen können. Oder Harry verwandeln können. Ja, oder die hätten sich alle in komplett Fremde verwandeln können. War nicht Harry nicht ein anderer? Nee, Harry war auch Harry. Also da gab es doch bestimmt irgendwie... Es war nicht mal ein cleverer Twist noch drin. Aber die wurden auch irgendwie beobachtet von den Todessern oder sowas, oder? Also irgendwie muss das ja Sinn ergeben haben, halbwegs. Ich glaube, es war ein bisschen dumm, aber das war schon okay. Ja, okay. Und so Momente gibt es ja auch in der Harry Potter-Serie. Ihr habt euch bisher gut geschlagen und das wird jetzt nicht mehr der Fall sein. Okay, jetzt können wir hier was in den Weg geworfen. Das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Ja, das könnt ihr, du wirst ein bisschen besser da wahrscheinlich dich rantasten können als Marcel, glaube ich zumindest. Denn wir gehen in die House of the Dragon Welt und bald kommt ja irgendwann die zweite Staffel. Wir fiebern dem entgegen und ich frage euch, welche Drachen aus das Lied von Eis und Feuer sind am größten? Der größte ist Balerion the Black Dread. Also ich habe folgendes Problem. Ich kenne Drogon. Ja. So. Und ich glaube, da hört es dann mit Namen auch schon bei mir auf. Das Problem wird die 3, 4 und 5. Weil der größte Drache, der je gelebt hat in Westeros, ist Balerion the Black Dread von dann nehmen Egon, dem Eroberer. Und das ist die 1. Nehmen wir direkt, ist vollkommen richtig, ist die 1. Natürlich beschränkt auf Westeros, denn im alten Valyria haben vielleicht noch größere Drachen gelebt. Who knows? Ich habe tatsächlich jetzt auch nur die genommen, die auch so bekannt sind. Auf der 2. Darf ich jetzt meinen Drogon? Nein. Auf der 2 ist. Nee, doch nicht. Abbruch. Nee, Drogon. Das Problem ist, es funktioniert in Game of Thrones so, dass Drachen viel älter werden als Menschen und immer weiter wachsen, wenn die genug zu essen haben. Und Drogon ist leider zumindest die Frage ist jetzt, wie war die Frage formuliert in House of the Dragon? Nee, insgesamt schon in der Gesamtwelt. Also sowohl House of the Dragon als auch, was davor passiert, was danach passiert. Game of Thrones 8. Staffel, da ist Drogon ja schon ein paar Jahre alt. Aber auf der 2 sollte Vhagar sein. Du, Marcel, du akzeptierst einfach immer, ne? Ja, okay, dann logge ich das einfach ein. Vhagar oder Vhagar ist auf der 3. What? Ja. Der Vhagar. Ich muss übrigens immer noch sagen, ich liefere dir noch ein paar Bilder zu. Ich muss immer noch sagen, den haben die so geil in House of the Dragon getroffen. Ich finde, der sieht so eigenständig cool aus. Oder die. Der Wahnsinn. Ich dachte immer, das wäre der zweitgrößte. Na, guck mal, da habe ich schon wieder hier zu arrogant aufgetrumpft. Welcher ist denn das überhaupt? Der ganz, ganz riesige halt aus House of the Dragon. Der größte bei House of the Dragon quasi. Mhm. Der fette. Ich glaube, da auch der größte, der noch lebt zu der Zeit. Glaube ich. Also dann, wie gesagt, kann ich euch schon mal sagen, ich bin komplett raus. Ja, bei mir wird es jetzt tatsächlich auch ein bisschen, also ich kenne noch ein paar Drachen. Das Problem ist jetzt, dass das alles, glaube ich, nicht so die größten waren. Also ich kenne zum Beispiel noch Sunfire, wie heißt er auf Deutsch, Sonnenfeuer oder sowas, wird wichtig jetzt in der nächsten Staffel House of the Dragon, hat man mir bisher noch gar nicht gesehen. Es gibt noch den Bloodworm, also den von Daemon Targaryen mit dem langen Hals, der so komisch diesen komischen Sound macht. Mhm. Das ist cool. Der ist super cool. Aber ich glaube, der ist nicht so groß. Der hat so einen langen Hals, aber vielleicht hast du doch recht und jetzt irgendwie in der Gesamtbetrachtung ist Drogon nochmal so richtig groß geworden. Aber wie machen wir? Ich würde ja gerne mitdiskutieren, aber ich kenne wirklich die Namen nicht. Ich bin da leider raus. Ich kann auch Drogon, wie gesagt, einmal reinschmeißen. Just for fun. Der ist auf der 11. Ja, und damit verabschiede ich mich dann auch wieder. Also ich kann jetzt auch nur, also nehmen wir mal den. Du hast noch keinen von denen genannt. Ah ja, sehr gut. Das hilft dir hin und wieder. Ich gebe schon mal den kleinen Tipp, weil ich glaube, das macht ja Sinn, das hier auch zu beschleunigen. Auf der 2 ist einer der drei Drachen, die Westeros mit erobert haben. Also Aegon und Rhaenys und Visenya sind rübergeflogen. Ach. Visenya war auf Vhagar. Caraxes? Nah dran.
Aber jetzt nimmst du noch den ersten, damit Marcel auch was beisteht. Wie fängt dein Name an, Marcel? Mit welchem Buchstaben? Mit D, Daraxis. Nein, wie fängt dein Name, Marcel? Ach, meiner. Ich dachte, wir sind da beim Drogon. Ah, Maraxis. Miraxis. Miraxis sagt man gerade gar nichts. Ah, ja. Okay. Miraculix. Okay. Okay. Ja gut, aber jetzt bin ich auch lost tatsächlich. Also, hat man sie schon mal in House of the Dragon gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das sind eher kleine Sachen, die da unterwegs sind. Nee, ich glaube nicht. Ist es The Cannibal? Der Kannibal? Fetten Respekt, der ist tatsächlich auf der 4. Damn. Oh, hätte ich nicht gedacht, dass du da noch hinkommst. Reiterloser Drache, wahrscheinlich der älteste, den es gibt, der jetzt noch lebt zu House of the Dragon Zeiten. Ich hoffe, der kommt noch in der Serie vor. Oh ja. Weil der einen sehr, sehr, sehr coolen Auftritt in dem Buch Fire and Blood. Jetzt gibt es noch einen, der mit V beginnt. V, aber nicht Vega. Doch, er ist nochmal. Weil er ist ja gewachsen. Mit V. Und er endet mit einem Superhelden, der mit einem Hammer rumschwingt und fliegt. Vom Namen her. Thor, ja. Vega. Wie warum Thor? Okay, ist es Vermithor? Ah, doch. Oder Vermithor, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Dann wird noch der Schafsdieb und Silberschwinge Traumfeuer gekommen. Der Schafsdieb ist cool. Ja, der wäre auf 6. Genau, das waren nämlich dann die 5 und ich glaube, ich habe nicht gelogen, dass das ein bisschen schwierig war. Und ich glaube, nee, hast du nicht gelogen. Und ich glaube, Sunfire, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, aber der kam schon im Trailer vor für House of the Dragon Staffel 2 und der wird super cool, wenn der so dargestellt ist wie in den Büchern, weil der soll so golden sein und so einer der schönsten der Drachen schönste Drache, sein. Ne? Genau, ja. Schönsten Drachen sein, die sie gegeben hat. Aber nur auf Platz 15 wäre er gewesen. Okay, wir bewegen uns wieder in Terrain, wo der Marcel mit performen kann. Und zwar geht es um die liebe, gute Emma Stone, die wir jetzt letztens nochmal bei Poor Things gesehen haben. Und zwar möchte ich von euch wissen, was sind die besten Filme mit Emma Stone? Also natürlich als Darstellerin und nach IMDb. Okay, nach IMDb-Bewertung. Okay, also erstmal, was haben wir zur Auswahl? Poor Things, La La Land. The Favorite. Zombieland. Bitte? The Favorite. Sollten wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben. The Favorite. Dann Crazy Stupid Love. Ist bestimmt hoch bewertet. Der ist ja, sehr, sehr beliebt. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, der ist sehr hoch bewertet tatsächlich. Crazy A gibt's noch? Nee. Heißt der Crazy A? Oder nee, Easy A? Heißt Easy A. Easy A. Mit Andrew Garfield, ne? Glaube ich. Das weiß ich nicht. Es auf jeden Fall mit ihr in der Hauptrolle und wenn er eigentlich sonst so mit rumdümpelt, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass du mal damals so einen schwarzen Pulli mit einem roten A hattest. Stanley Tucci, Stanley Tucci spielt dann den Vater. Das weiß ich noch. Das kann sein. Ja, vielleicht verwechsel ich das auch gerade. Okay, also ich glaube, dieser Easy Ace aber auch nicht schlecht bewertet tatsächlich. Aber vielleicht, Frage, guck mal, also sie hat die Oscars bekommen für Poor Things und für La La Land. Und The Favorite ist so kritikertechnisch einer unglaublich gut bewerteter Film. Also das sind schon mal drei, die sollten wir irgendwo wahrscheinlich da reinkloppen. Und dann könnten so Publikumslieblinge wie Crazy Stupid Love und Easy A auch noch dabei sein. Oh, ja. Superbad. Superbad spielt die das Love Interest von Jonah Hill. Das stimmt, aber die Frage ist, wie gut der bei IMDb bewertet ist. Ich glaube halt auch, das ist so ein Publikumsliebling. Aber bei IMDb weiß ich, ob Superbad da so weit oben ist, ehrlich gesagt. Aber stimmt, ja. Also ist auf jeden Fall, gehört mit zu den Emma Stone-Filmen. Ich. ich würde. Die Frage ist halt, wie jetzt Poor Things quasi angekommen ist, weil das ja der jüngste Film einfach ist. Aber ich glaube nicht. Da ist schon schwierig. Gut angekommen. Ja, der ist gut angekommen, aber wirklich höher als jetzt so La La Land. Würde mich nicht wundern. Ich meine, tendenziell ist es auch eher so, dass die eher hoch einsteigen und dann eher ein bisschen fallen als andersrum. Ja. Ja, dann lass doch einfach mal Poor Things nehmen, oder? Ja, bin ich cool. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Schauen wir mal. Meiner Meinung nach ein verdienter Oscar mit einer 8-0 auf Platz 2. Auf Platz 2.
Aber 8-0 ist schon mal nicht verkehrt. Also durchaus. Kann man machen. Aber was ist das drüber? Vielleicht wirklich The Favorite, den du meinst, wenn du sagst, das ist so Kritikerliebling. Ja, ja. Ich habe den letztens auch nochmal geguckt. Das ist ein ganz toller Film. Also wirklich super cool. Obwohl ich ja Rachel Weisz, also die andere Favoritin von der Königin, finde ich fast noch cooler als Emma Stone, muss ich sagen. Aber ist auch ein Yorgos Lanthimos-Film tatsächlich. Also auch von der Regisseur von Poor Things. Ich weiß nur nicht, La La Land. Puh. Ja, aber ja. Also La La Land wird auch mit dabei sein, aber ich. Ah, schwierig. Ja, obwohl The Favorite ist schon halt echt ein Brett auch so, ne? Also, obwohl, dann, den gucken bestimmt auch viele und finden ihn grundauf scheiße, weil der halt so dialoglastig ohne, also es ist halt so ein Kostümfilm, ohne dass irgendwie mal eine Schlacht passiert oder sowas, was man ja bei sowas. Ja, aber ich habe immer das Gefühl, dass es für eine IMDb-Wertung eher nicht so relevant ist. Also da ist ja auch 12 Angry Men und sowas mit drin und das ist ja auch jetzt kein Actionfilm. Ja, okay. Was ist dein Feeling? Mein Feeling ist The Favorite. Dann favorisieren wir The Favorite. Da hat sie, ist sie nominiert gewesen. Da hat sie eine Nominierung für bekommen, ist aber nur auf Platz 6. Oh. Eine 7,5. Mit einer 7,5 auf Platz 6. Mhm. Also da wird es dann eng bei 3, 4, 5 auf jeden Fall. Ja. Aber dann vielleicht doch mal La La Land rausnehmen, oder? Also ja. Der wird auf jeden Fall mit dabei sein. Ja, Frage ist nur auf der 1. Ich wundere, wenn er nicht die 1 ist. Aber machen wir mal La La Land. Ja. Er hat auch eine 8-0, aber ein bisschen weniger, ist damit auf der 3. Okay. Okay. Wie kann man das dann festmachen, dass der weniger hat als der andere? Du kannst die sortieren nach den Dings. Und die haben ja immer irgendwelche Nachkommastellen, die nicht angezeigt werden. Und dann kannst du das anzeigen lassen. Aber dass eine von den Komödien mehr hat, kann das sein? Crazy Stupid Love? Crazy Stupid, ja. Oder vergessen wir gerade was? Also Crazy Stupid Love ist auf jeden Fall gut bewertet, da bin ich mir sehr sicher. Aber ich weiß nicht, ob er über 8,0 wirklich liegt. Vergessen wir was von Emma Stone, das ist die große Frage. Na, die arbeitet halt auch viel. Easy A halt noch, dann Zombieland, aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Wobei, der ist zwar auch so ein Publikumsliebling so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob der so hoch bewertet ist, würde mich jetzt auch eher wundern. Und dann halt Superbad theoretisch, wenn das halt mitzählt und eigentlich würde es ja mitzählen, also es zählt bestimmt mit rein. Aber ich würde jetzt auch erstmal mit Crazy Stupid Love gehen. Ja. Glaube ich. Ja. Vielleicht wäre jetzt auch mein nächster Vorstoß gewesen. Hat eine 7,4, ist damit auf der 8. Aber ein cooler Film, finde ich. Ich mochte den. Ich mochte den auch. Herr Scholz. Herr Gewehr. Wie wird mir? Die Sache ist halt, sie hat noch Gangster Squad gemacht. Das ist der dritte Film mit What is happening? Weiß ich nicht. und der war halt, der hat irgendwie 6 irgendwas oder 5 oder nur, weil der Film ist nicht so gut. Deswegen, das wird es auch nicht sein. Zombieland? Nee, Gangster Squad. Ah, der war nicht so gut. Ich glaube, den habe ich nicht mal auf der Liste. Haben wir den Film schon gehört? Von der 1? Die 1 hat den noch nicht genannt. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe den nicht gesehen und ich habe den 0 auf dem Schirm. Also vielleicht vor einfach gesagt, kenne ich den nicht. Von 2011. Die könnte ja so eine Nebenrolle haben irgendwie. Und es muss ja nicht ihr Hauptfilm sein. Ist völlig richtig, aber... Ich habe in erster Linie immer... Also wirklich präsent. Sie hat die Hauptrolle gespielt. Ja. Ich würde trotzdem mal, auch wenn es jetzt nicht die 1 ist, aber ich würde trotzdem mal Easy A nehmen, weil ich glaube, dass der auch ganz gut bewertet ist. Eine 7-0, damit auf der 10. Boah. Gott. Uff. Und jetzt ist doch vielleicht sowas wie Superbad dann... Ich meine, der hat schon sein Publikum so, aber... Ja, das auf jeden Fall, keine Frage. Also ich persönlich war auch immer großer Fan. So ist es nicht. Ja, von mir aus... Ja, ich fand den auch immer also super bad. Auf der 5. Immerhin. Ah, 7,6. Guck mal. Aber dass wir die 1 noch nicht haben. 7,6. Das fuchst mich ja ein bisschen. Die 4 habt ihr auch noch nicht. Ja, das fuchst mich auch ein bisschen. Ja, aber haben wir denn die... Also du meinst ja, die 1 haben wir auch noch gar nicht genannt. Haben wir denn die 4 schon mal genannt? Ich glaube tatsächlich nicht. Obwohl ich hier auch noch mal gucken muss, also da hat sie jetzt nicht die Hauptrolle. Ach, vielleicht hat die irgendwie so ein Drama gemacht oder sowas, was wir nicht kennen, was dann unglaublich gut bewertet ist. Also sie spielt die Tochter der Hauptrolle. Meine ich zumindest. Beim ersten? Beim fünften. Beim vierten? Top 5. Auf Platz 4. Top 4, Entschuldigung. Okay, jetzt. Bisschen Verwirrung stiften. Kurze Verwirrung. Tochter der Hauptrolle. Spielt die Tochter der Hauptrolle.
Ein Film aus dem Jahre 2014. Da hat sie auch eine Nominierung für bekommen. Oh, ach nee, ach shit. Die ist übrigens auch in Spider-Man dabei. Die ist Gwen Stacy. Ja, stimmt. Aber, ja. Die werden aber dafür würde ich jetzt doch eher wundern. Ist sie, ist aber nur auf der 11. Aber ist sie, ja, ist sie. Hast du mal einen Tipp für die 1? Das Ding ist, ich weiß nicht 100%, ob ihr den Film kennt, aber ihr bräuchtet durchaus eine Hilfe. Ach, The Help. Okay. Ich, oh, scheiße, ja, es ist genau so ein Film, wie ich gedacht habe. Es ist The Help. Ja, ja. The Help, es ist, glaube ich, spielt zur Zeit in der Sklaverei in Amerika und sie ist eine, die quasi mit Viola Davis ist, glaube ich, dabei, mhm, ne? Genau, genau. Ist halt so ein Drama-mäßiges, was dann noch so eine positive Botschaft hat. Hat aber eine 8,1. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Hat eine saulustige Szene, der Film, an die ich mich noch erinnere. Ich habe den tatsächlich gesehen. Aber an nicht viel mehr. Ich kenne den Film tatsächlich gar nicht, deswegen, der hätte ich jetzt lange raten können. Aber kenne ich denn den Film, der auf der 4 ist, Tobi? Was denkst Durchaus. Du? Durchaus. Durchaus, okay. Das heißt, jetzt muss man nur die Verknüpfung schaffen. Emma Stone als Tochter der Hauptrolle. Vor 10 Jahren. Bin ich mir relativ sicher zumindest, dass es so war. Und die Tochter im Sinne von, also die Hauptrolle war weiblich? Männlich. Männlich. Männlich und die, ich will euch nicht zu sehr hinführen, die versucht ein Comeback. Ja, das verwirrt nachher nur. Ich sag mal einen weiteren Darsteller und das wäre zum Beispiel Edward Norton. Das ist aber nicht der Vater. Edward Norton? Ach, Birdman. Es ist Birdman. Birdman ist auf der 4. Jetzt. Das ist, glaube ich, auch in der Endszene nochmal sehr präsent zu sehen. Ja, die siehst du auch so super abgefuckt. So. Die spielt die abgefuckte Tochter von ihr. Shit, ja, darauf hätten wir wirklich kommen können. Jetzt, ja, okay. Boah, krass, ey, hat die schon eine Filmografie, ne? Wahnsinn, ist mir auch. Ja, ist wirklich nicht schlecht. Die ist so alt wie wir, ne? Glaube ich. Höchstens ein bisschen älter. Niklas. Das darf man nie vergleichen. Sonst wäre übrigens noch so gekommen, Zombieland, Cruella, also Zombieland hattet ihr auch. Cruella, stimmt. Und dann wären noch ein paar, ja, unbekanntere, würde ich mal sagen. Aber die hat echt wahnsinnig viel, ja. Also ich habe jetzt hier 23 Filme, ich bin mir nicht 100% sicher, ob das alle sind, aber das ist schon gut. Okay. Fühlt ihr euch bereit für Runde 5? Ja, doch. Also es war jetzt zwar nicht glorreich, aber wir sind auch nicht glorlos untergegangen. Also. Wir waren keine glorlosen Hallungen. Das Gute ist, bei der nächsten Frage kennt ihr wahrscheinlich die 5 Antworten schon. Die Frage ist, wie ist die Reihenfolge? Und zwar, welche FSK-Altersgruppen sind im Kino am häufigsten vertreten? Das ist wichtig, dass es im Kino ist tatsächlich, weil im Home Entertainment sind die Regelungen da ein bisschen strenger, tatsächlich. Ah, okay. Und es sind so ganz grob Durchschnittswerke der letzten 20 Jahre. Und Deutschland. Und genau, FSK in Deutschland. Okay. Also wir müssen jetzt nur quasi 0, 6, 12, 16, 18 in die richtige Reihenfolge bringen. Vollkommen richtig. Ja, Niklas. Also, erster Gedanke ist natürlich 0. Ja. Einfach, weil alle Kinderfilme ja darunter fallen sollten. Und dann noch viele der Erwachsenenfilme, die einfach harmlos sind. Rom-Coms und so weiter. Mhm. Zweiter Gedanke ist 6. Das ist also gleiche Argumentation, nur dass du halt vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, einen Kuss da einbauen kannst oder was. Ist eine interessante Frage, was die Abstufung zwischen 0 und 6 ist. Was kannst du einem 6-Jährigen zeigen, was für eine 0, also was ist überhaupt 0? Also, ja, 0 ist halt, ja, es ist dann aber eher so, wahrscheinlich so 4-Jährige, musst du dir vorstellen. Ja. Sowas. Die so schon checken, was da, also grob anfangen wahrzunehmen, was da passiert. Aber ja, also vielleicht ist FSK 6 vielleicht sogar häufiger als 0. Ja, aber die Frage ist, wie viele Filme haben denn wirklich FSK 6? Gefühlt nicht so viele. Gefühlt, ja. Aber ich gucke bei Kinderfilmen gucke ich nie hin. Das ist das Problem, was. Ja. Aber. Ja, boah, das ist jetzt wieder echt, weil es gibt Argumente für alle Seiten. Du könntest auch sagen 12, weil es gibt einfach super viele Filme, wo so ein bisschen Gewalt drin vorkommt oder so. Und dann ist es halt ziemlich schnell ab 12 direkt. Gibt sehr viele gefühlt, die ab 12 sind.
Ich würde sagen, das also von meinem Gefühl her, das Seltenste ist tatsächlich Rated R, also FSK 18. Ja, würde ich auch vermuten. Weil das ist einfach, du schränkst die Gruppe am meisten ein, die das gucken kann. Und auch vom Gefühl her, es ist nicht so häufig, dass man einen FSK 18-Film ja, sieht. Ja, würde ich auch vermuten. Sollen wir dann mal damit anfangen, dass wir FSK 18 auf die 5 setzen? Ja, finde ich gut. Wir setzen FSK 18 auf die 5. Ist richtig, nur 2,2%. Okay. Ja, prozentual hier. Und jetzt 0 oder 6 auf die 1. Weil ich glaube, ich bin da bei dir. Es gibt zwar auch viele Filme ab 12 und ab 16, aber ich glaube, es gibt halt extrem viele so Familien, wie du halt meintest, so Rom-Coms, Familienfilme, Feel-Good-Filme. Ich glaube, da gibt es einfach eine enorme Masse an Filmen. Das glaube ich auch. Wobei es halt auch viel so Horror, Shit, Trash, irgendwas gibt. Aber überwiegt das andere? Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher, die Familienfilme überwiegen. Ich bin fast jetzt so, jetzt habe ich mich selbst irgendwie so von der 0 ein bisschen wegargumentiert und bin ein bisschen bei der 6, muss ich ehrlich sagen. Weil wahrscheinlich muss nur irgendwie eine Kleinigkeit in dem Film drin sein, dass es eine FSK 6 bekommt. Irgendwie. Und könnte mir vorstellen, dass eine FSK 0 zu bekommen gar nicht so einfach ist. Ja, wahrscheinlich. Das stimmt. Ja, das kann echt sein. Ja, lass uns ruhig mal 6 probieren. Weil man muss ja auch bedenken, wie wenig Leute gehen ins Kino mit Kindern unter 6. Also, oder? Ja, gibt es schon, aber für die gibt es ja dann auch ein paar Filme, die halt 0 haben. Aber ich denke, 6 ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ja, wir gehen mit FSK 6. 6 ist auf der 3, etwa 18%. Mhm, so. Das stellt haben wir uns wieder mal verrannt. Stellt mich überhaupt nicht zufrieden, die Antwort. Nehme ich auch nicht. Ja, dann, also ganz ehrlich, dann, ich glaube dann eher, dass ab 16 schwierig. Also ich stehe tatsächlich auch noch relativ weit vorne ab 12. Ich glaube nicht, dass ab 12 auf der 4 ist. Ich glaube, ab 12 ist auf der 1 oder auf der 2. Vielleicht ist die Argumentation, die wir gerade hatten, zutreffend. Nur nicht ab 6, sondern ab 12. Und dann 12. Das kann auch sein. Ich meine, wenn ich mir so überlege, ich glaube zum Beispiel die ganzen Harry Potter Filme und so, wobei nicht alle, ich glaube, die sind teilweise ab 6 und wurden dann später höher, wo die Teile auch höher wurden. Aber ich glaube, da sind viele ab 12. Und auch, wenn ich teilweise so nach Filmen schaue, ich muss ja manchmal, wenn ich zum Beispiel für einen Unterricht irgendwas verwenden möchte, eine Szene aus irgendeinem Film oder so, dann muss ich ja vorher gucken, welche FSK hat der Film. Und ich habe häufig das, oder ich habe das Gefühl, dass da viele ab 12 mit dabei sind. Hm. Aber das ist jetzt halt reines Gefühlsding. Aber wir müssen auch einfach nur dran denken, überleg mal, die Fast and Furious Filme sind, glaube ich, ab 12. Und das sind ja schon die Hälfte des Kinojahres. Also, vielleicht ist FSK 12 gar nicht so dumm, weil das halt so alle klassischen Actionfilme sind irgendwie, die so ein bisschen Gewalt haben. Aber ich schätze auch, dass die Marvel-Filme, dass die fast auch alle so ab 12 sind ungefähr. Du hast recht. Dass das auch alles so ab 12 ungefähr ist, so mit ein bisschen Gewalt, aber auch mit Gag und sollen wir mal ab 12 mal versuchen. Ist vollkommen richtig. Ist auf der 1 gut argumentiert. Okay, dritter Versuch, aber ja. Aber es sind 42%, das ist also tatsächlich das, wo die meisten auch immer hinwollen. Jetzt bin ich aber immer noch ein bisschen lost. Ist es dann doch die 16? Ja, würde ich fast sagen. Weil ich glaube, aus dem Argument, was du schon gesagt hast, dass ab 0 zu bekommen gar nicht so einfach ist. Mhm. Und dass es dementsprechend nur recht wenige Filme gibt, weil das auch ja nur eine super kleine Zielgruppe ist. Weil du kannst ja dann auch sagen, ab 6 passt ja dann auch für 98% der Zielgruppe. Oder? Ja, ich musste kurz lachen über die kleine Zielgruppe. Ach so. Touché. Nee, weil ich denke mir, du deckst ja mit ab 6, deckst du ja auch 98% derselben Zielgruppe ab. Und deswegen macht es ja gar nicht so viel Sinn, zu versuchen, auf 0 zu kommen. Ja, bin ich bei dir. Lass mal FSK 16 gehen, weil einfach die Horrorfilme darunter fallen. Und das ist ein gutes Argument, finde ich. Ja, und auch viele Thriller und so sind auch ab 16. Komm, ist auf der 4. Tut mir leid. Aber die sind alle knapp. Und bei so Sachen finde ich immer 2. Unsere Argumentation besser als die Wahrheit. Ja, mir auch. Ich kann das aber einfach umdrehen und behaupten, dass es so ist. Ja, also es ist ab 12, wie ihr schon gesagt habt, mit den meisten. Dann kommt ab 0, 6, 16, 18. Aber die sind auch alle, also die drei in der Mitte sind alle sehr nah aneinander. Ja. Hätte ich trotzdem nicht gedacht. Ja, na gut. Same. So, jetzt nochmal eine, mir sind die Fragen ausgegangen, deshalb sind wir jetzt etwas weiter weg von den üblichen Filmthemen. Es geht um Werbung. Und zwar um TV-Werbung.
Und was sind da so, also welche Branchen haben den größten Anteil an der Fernsehwerbung? Ist knifflig, ich weiß, ihr müsst dann überlegen, was fasst man als Branche zusammen und sowas. Aber wo wird sozusagen am meisten Geld für ausgegeben, damit das im Fernsehen läuft? Jetzt habe ich es erst verstanden. Branchen bei TV-Werbung. Jetzt habe ich es erst verstanden, was damit gemeint ist. Also du meinst sowas wie Hygieneartikel wäre zum Beispiel eine Branche. Genau. Oder Fastfood oder sowas. Ja. Oder Fastfood Autos und so. Fastfood wäre zu weit gefasst wahrscheinlich schon. Ja? Also es sind schon ein bisschen zusammengefasste Dinge. Na gut. Das Hauptproblem, mit dem wir konfrontiert sind, dass du wahrscheinlich ähnlich wie ich fast kein TV mehr guckst. Ja, ist völlig richtig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die im TV Werbung schalten, auch tendenziell viel bei YouTube und so weiter Werbung schalten, oder? Dass die sich dann halt generell einfach breit aufstellen. Ja, aber da kommt das nächste Problem von Adblockern. Ja, wobei ich kriege immer die Werbung noch bei YouTube rein. Aber welche Werbung habt ihr vor diesem Video gesehen, ist die Frage. Ist das die Antwort? Möglich. So ist es. Nee, das Problem ist ja auch bei YouTube-Werbung, dass die ja eben personalisiert ist. Also das heißt, das ist ja nichts Allgemeines. Aber ich würde sagen, okay, was ist denn TV-Werbung? Geht es dabei um Deutschland eigentlich? Genau, Autowerbung würde ich sagen. Geht es dabei um Deutschland oder weltweit, Tobi? Das ist Deutschland, Jahr 22. Ah, Deutschland, das ist ja schon mal. Ja, man sieht auch in jedem zweiten Spot ein Auto durch die Landschaft fahren. Ja, ich hätte auch gesagt, dass Autowerbung auf jeden Fall weit oben mit dabei ist. Lass mal kurz noch weiter brainstormen. Autowerbung, dann vielleicht sowas wie Bier. Bestimmt. Bestimmt auch häufig, allein durch die ganzen, die immer irgendwie sponsert bei. Wobei ich nicht weiß, ob das dann zählt, weil es ist ja größer denken. Getränke. Getränke wäre eine Branche. Mhm. Das ist natürlich eine große Branche. Das ist natürlich eine große Branche, ja. Was ist mit Eigenprogramm? Gilt das? Also wenn ProSieben Werbung macht für den Blockbuster um 2015? Es gibt die Kategorie Medien. Das ist eine große Kategorie. Ja, aber auch sehr, sehr schwammig irgendwie. Ich würde eher mal so Autos und Getränke mal, einfach mal, um mal zu sehen, wo wir da so liegen, weißt du? Um mal so ein bisschen eine Benchmark zu haben. Du hast komplett recht. Also meine Gedanken sind auch gerade halt so, wenn du irgendwie einen Fußball guckst oder sowas und dann, das Problem ist halt auch, da hast du halt auch ist auch ein bisschen personalisierte Werbung. Das ist halt Autos und Bier. Und dann. Ja, klar. Aber Autos eher oder Bier? Oder Getränke? Sorry. Ich würde mal Autos sagen. Gefühlt machen die Autofirmen schon viel Werbung. Also Autos habe ich jetzt nicht einzeln aufgeführt und ich vermute, dass es hier unter Handel fällt. Also sehr groß gefasst. Oh ja, wirklich groß gefasst. Und dann wäre es auf der 4. Deshalb gebe ich euch jetzt Handel auf der 4. Ja, okay. Ist fair. Also da geht es insgesamt um Handelsunternehmen und sowas. Und ich könnte mir vorstellen, dass Autos da am ehesten runterfällt, weil sonst wäre es gar nicht auf der Top-10-Liste. Ja, das kann sein. Sollen wir da mal Getränke nehmen? Ich hätte noch sowas wie Versicherungen. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ist sehr viel Versicherungsgefühl. Aber Getränke bestimmt mehr. Ich überlege noch gerade, also so außer Bierwerbung, was gibt es denn noch so für Getränke? Ach klar. Cola, also, stimmt. Ja, Cola, Fanta, damals immer trinke Fanta, sei Bambucha. Oder hier der Fruchttiger. Also da gibt's schon viel. Das ist gut, dass wir mit der Werbung von 2003 ankommen. Ich bin nicht mehr im Game drin. Aber wenn ich das von damals so sehe, würde ich sagen, dass Getränke schon auch viel mit dabei sind. Ich könnte das tatsächlich im Kino. Red Bull und sowas. Also du musst ja denken, Red Bull und so gehört ja auch alles mit dazu. Red Bull von der Cola und Bier, das ist ja alles damit dabei. Also ich würde mal Getränke gerne mal einloggen und schauen, was es ist. Let's do it. Getränke hat ungefähr so viel Prozent wie Bier Promille, ist damit nur auf der 9, 5,4%. Oha. What? Promille ist das falsch. Oha. Ja, also nur auf der 9. Ja gut. Jetzt bin ich ein bisschen lost. Jetzt hast du uns doch noch gekriegt, Tobi. Gerne. Oder Beauty? So Beauty. Kosmetik, Shampoo, also im Allgemeineren. Ne? Wie oft hat man irgendwelche Haare, die da durchs Bild fliegen, die aussehen wie so ein glänzender Vorhang? Ja. Garnier, Fruchty Style, Shampoo, Mac Evergeil. Mac Evergeil. Ja. All das, was der Mann sagt. Genau, Beauty. Und da zählt ja wahrscheinlich auch sowas rein wie Herrenrasierer und was weiß ich nicht alles. Gillette, die machen auch hier, keine Ahnung, der 25. Drehkopf mit 7 Klingen, die jetzt gegeneinander gerichtet sind oder sowas. Wie könnte denn die Oberkategorie heißen? Nicht Kosmetik. Hygiene. Hygieneartikel oder? Körperpflege. Hygiene ist auf der 1.
Auf der 1. Ah jetzt, ja, genau. Siehste. Deswegen sind auch so Kanäle wie hier, wie heißt der, Bibis Beauty Palace oder was? Einer der größten auf YouTube gewesen. Bis wir kamen. Bis wir Palaver kamen. Versicherung fand ich nicht schlecht. Versicherung hatten wir noch. Dienstleistung, ja. Ist das, weil wir sind hier bei sehr großen Kategorien, ist es Dienstleistungs? Ich habe Dienstleistungen auf der Liste. Ist halt schon. Ja, dann, schon also wenn es dazugehört, aber zählt Versicherung nicht als Dienstleistung? Ja, doch, schon, ne? Ist eine Dienstleistung, oder? Ha? Ist eine Dienstleistung. Ist eine Dienstleistung? Ja, dann lass mal Dienstleistungen versuchen. Ja. Ist richtig, ist auf der 3. Damn, ey. Nice. Dienstleistungen, Handel, Körperpflege. Was ist denn auf der 2, was wir jetzt gerade völlig außen vor lassen bisher? Also wir hatten Medien einmal als angedacht. Was nochmal angedacht? Ich habe es kurz Medien. Schon. Medien. Ja. Aber schwer, ne? Ja. Finde ich auch fraglich. Ja. Was ist einfach mit sowas wie Spielzeug? Aber ja, es ist nur, nee, es ist nur zu. Das nicht. Ist das, oder ist das auch Handel? Einzelhandel wahrscheinlich. Ah, ja, das könnte Handel sein. Ja, das ist wahrscheinlich Handel, ja. Ja, Medien, ich meine, ist zumindest nochmal eine ganz andere Oberkategorie. Wir können es schon mal versuchen, aber ich glaube... Ja, von der Reaktion von Tobi eben war das nicht so ein Top-3-Kandidat. Ja. Aber vielleicht will er uns ja auch aktiv täuschen. Möglicherweise. Also ja, wenn, dann sehe ich es eher auf der 5 als auf der 2. Aber wir können es schon mal versuchen. Versuchen wir es mal. Ist die 5. Medien. Ah, ja. Hast du auf jeden Fall richtigen Riecher was, ne? So, und jetzt gibt es irgendeine Kategorie, die wir noch komplett scheinbar vergessen haben. Oder haben wir schon mal in der Richtung gedacht, Tobi? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Irgendwie nicht so richtig. Ich finde ja schon mal gut, dass wir die Körperpflege nicht vergessen haben. Ja. Aber es ist, ah nee, das ist so Anziehsachen. Danke. Familie zusammensetzen. Anziehsachen und so ist halt alles Handel wahrscheinlich, ne? Also hätte ich gesagt, so Klamotten und so weiter, aber es ist bestimmt alles Handel. Habe ich hier nicht drin. Essen. Wenn Essen. Ah, da bist du was auf der Spur, glaube ich. Lebensmittel. Essen. Ernährung ist die 2. Ernährung. Ja, sehr gut. Schön, dass ihr aber direkt an das Bier gedacht habt, aber das Essen kommt ganz weit. Aber Essen, ganz klare Priorität. Schwierig. Ja. Es gäbe noch so Gesundheit, Pharmazie, Telekommunikation. Gesundheit. Und auf der 10 Haus- und Gartenausstattung. Nicht zu vernachlässigen. Ja, hier die, in der Tat. Die Bauhaus immer. Mach es zu deinem Projekt. Ja. Wie die alle früher gingen. Stimmt. So, letzte Kategorie, wie versprochen, die Spaßkategorie. Dafür muss ich jetzt ein klein bisschen erklären. Und zwar müsst ihr euch, ich habe hier 8 Personen aus Herr der Ringe hingeschrieben, also die auch wirklich so in der Statistik vorkommen. Das ist irgendwie vom, wie hieß das, Australian Bureau of Statistics irgendwann mal 2016 gemacht worden. Und ihr müsst euch vorstellen, dass diese 8 Charaktere einen Beruf im heutigen Leben hätten, der irgendwie zu dem passt, was die da machen bei Herr der Ringe. Und dann ist meine Frage an euch, welche Charaktere hätten dann Berufe mit den meisten Erwerbstätigen in Australien? Das ist, den kann ich unmöglich als Short also, machen. Nein, das wird kein Shorting. Ich gebe mal ein Beispiel ganz kurz, weil der nicht drin ist. Gerne, und danach gerne. Bitte gerne einmal die 8 vorlesen. Grima Schlangenzunge wäre zum Beispiel ein Berater. Okay. Und dann geht es darum, wieso Australien? Weil das Büro weil in Australien das gemacht hat. Okay. Ja. Ich fand's lustig. Also es geht um Aragorn, Frodo, Gollum, Sam, Bilbo, Gandalf, Pippin und Sauron. Genau, und jetzt stellt euch vor, welchen Beruf hätten die in der heutigen Welt? Also müssen wir ein paar Mal um Ecken denken. Und dann haben die viele, sind arbeiten viele in Australien in dem Beruf oder weniger. Okay. Also ich habe schon mal folgende Idee. Und zwar Sam, weil ich glaube jetzt nicht, dass es einen Beruf gibt, der Begleiter heißt. Und zwar wird Sam kategorisiert als Koch. Ja, oder Gärtner. Weil der ist am Anfang Gärtner. Der Gärtner von. Ja, okay. Aber ich dachte so, während der Reise ist er ja viel, aber ist beides gut. Ja, ist auch Koch, ne? Also so Kartoffeln. Genau. Man kocht sie, der ist ja immer mit seinem Topf da. Ist er Koch oder Gärtner? Er ist Gärtner. Er ist doch Gärtner, okay. Und aber Gärtner ist schon mal nicht verkehrt. Und das in Australien könnte schon. Vielleicht gelten die da, wenn die irgendwie das Outback pflegen als Gärtner? So? Möglich. Landwirtschaftsbetreiber? Was ist denn Gollum? Okay, ja, okay, du hast uns. Okay. Der Gollum ist Fischer, der ist Angler. Ah! Ist hier nicht, nee. Oh. Aber schon gedacht.
Also ich sag, wenn ihr den richtigen getroffen habt. Oder Gollum, der ist ja so ein bisschen der Wegweiser, der ist irgendwie so Geologe, nee. Reiseleiter. Reiseleiter, guck, Reiseleiter. Hätte aber auch Gandalf sein können. Gandalf wird auch spannend. Aber ja, machen wir vielleicht erstmal Gärtner, ist ja doch ein häufiger Beruf. Ja, machen wir erstmal Gärtner. Also Sam ist als Gärtner auf der 1. Damn. Jawohl. So, ist nämlich, wie es funktioniert. Stark gemacht. Ich finde halt auch Gollum als Reiseleiter, ich meine, ja gut, na, gibt's schon wahrscheinlich, das gibt's ein paar, aber ich frage es, was könnte es denn noch so sein? Was ist denn Aragorn? Aragorn, Fährtenleser, weiß ich nicht. Der ist eigentlich Waldläufer, ne? Also vielleicht ist der eigentlich dann, hier, Förster. Förster, oder man nimmt halt einen anderen Zeitraum aus seinem Leben und der ist König. Und dann ist aber, dann werden es nicht so viele Erwerbstätige sein, die König sind. Ja, das ist wahr. Was ist denn, wenn wir sagen, Sauron ist Schmied? Ich habe eben gedacht, es kommt bestimmt Gimli und Gimli wäre irgendwie sowas, aber Sauron ist ja Schmied. Der hat ja den Ring der Macht. Ne? Also der war ja zumindest dran beteiligt. Ja, also laut Ringe der Macht war der nicht so richtig daran beteiligt, so komisch, aber ja doch schon irgendwie. Aber irgendwie ja schon. Aber Schmied, ja. Und Schmied ist ja nicht, ist der heutzutage oder? Nicht mehr so häufig wahrscheinlich. Also er ist Juwelier. Juwelier. Ja, Juwelier. So. Aber das ist gleiche, ja, ähnliche Kategorie. Ja. Aber dann würde ich den sogar vorm Reiseleiter sehen, oder? Ich glaube, es gibt mehr Juweliere als Reiseleiter. Ist ein Touristenland. Das ist auch wieder wahr. Das ist auch wieder wahr. Und ja, okay, ja. Pippin. Aber ich sag mal, ein Juwelier hast du ja irgendwie in jeder kleineren Stadt auch, hast du ja ein Juwelier. Und du hast ja nicht in jedem Kuhdorf in Australien einen Reiseleiter. Ja gut, gehen wir mal mit dem Juwelier Sauron. Ja, lass mal Juwelier Sauron nehmen. Wurde einloggen? Ja. Ja. Ist auf der 4. Ah, na gut. Aber ihr könnt ja nochmal erstmal die anderen vielleicht. Ja. haben wir Aragorn schon festgemacht jetzt? Nee, ich habe gesagt Förster, ich glaube, das ist es nicht. Förster finde ich aber gut eigentlich. Er ist hier als Jagdführer gelistet. Jagdführer. Gibt's auch. Aber ist gar nicht so weit weg von Förster. Aber gibt's auch nicht so viele, oder? Das sind ja meistens, ja, die Förster sind doch oft auch die mit Jagdschein, oder nicht? Häufig? Ja, das ja kann wobei, schon ja. Ja. Obwohl, wir haben ein Känguru-Problem da. Also, ehrlich. Ja, ja. Ja. Stereotypisch. Was ist denn Bilbo? Was ist denn Bilbo? Was macht denn Bilbo sozusagen am Anfang und am Ende? Wandern. Redner. Er chillt weiter vorne, beziehungsweise davor noch oder dahinter. Der chillt ja einfach eigentlich nur in seinem Haus. Ist der Vermieter. Oh, und, nee. Dealer. Finde ich auch stark. Herr der Ringe, nicht Lord of the Weed. Achso, sorry. Der ist ein Pfandleiher. Der ist auch ein Schriftsteller. Der ist Buchautor oder Autor. Ah, Autor. Autor. Stark. Autor ist gut. Aber jetzt fehlen euch noch, zumindest von den Berufen fehlen euch noch 3, glaube ich. Ja, Gandalf fehlt uns noch. Gandalf könnte Feuerwerksexperte sein. Zauberer. Er ist kein Zauberer. Oh. Er ist kein Zauberer. Er ist kein Zauberer. Okay, hätte ja sein können. Magier so. Ja. Hätte, Gandalf. Warte mal. Vielleicht, er bringt das Licht, er ist Elektriker. Schön gedacht, aber nee. Der ist ja mal zu sehen in Isengard und quatscht da mit Leuten. Das ist der mal zu sehen. Diplomat. Geht in eine gute Richtung, aber ich sag mal, zum Beispiel, wo er bei Politiker. Elrond ist, ja. Also er ist Parlamentsmitglied. Ja, gut. Nach dem australischen Büro hier. Da wir ja bei 3600 Juwelieren sind, glaube ich, das Parlamentsmitglied ist. Und Pippin ist närrischer Tuck. Das ist richtig, aber nicht hier gesucht. Ein Sänger auch. Er ist Sänger. Sänger. Ja. Sänger. Oh, Sänger ist gut. Ja. Sänger gibt es bestimmt viele in Australien. Und was bestimmt. Ist der gute Frodo? Frodo Ringträger. Im Nachhinein, ja, das kommt der Sache sehr nah. Ist er ein Verlobter? Nee. Der Ringträger kommt der Sache sehr nah. Also vor allem das Träger. Träger? Ist einfach. Träger. Gepäckträger oder sowas. Nochmal größer gedacht, weiter gedacht. Lagermitarbeiter. Ja, aber. Logistiker. Ja, er ist Zusteller. Zusteller. Okay, Zusteller. Oh, davon gibt es bestimmt. Ja, okay, viele. Zusteller wird es viele geben. Dann lass mal Frodo nehmen mit Zusteller.
Ist auf der 2. So, dann würde ich sagen, was war Pippin jetzt nochmal? Sänger. Vergessen. Sänger finde ich auch gut. Hier gelistet als Sänger oder Singer. Glaubst aber du? Sänger finde ich auch gut. Ja, es gibt bestimmt ein paar tausend Sänger in Australien. Ja, denke ich auch. Ja, Sänger. Let's go. Gibt es nur 910? What? Das ist damit auf der 6. Ja, also professionelle Berufstätige. Ja, das ist die Sache, ja. Gibt wenig Sänger, die damit Geld verdienen. Das, ja. Das ist auf jeden Fall die Sache. Ja, Schriftsteller wird es auch noch einige geben. Obwohl, das ist vielleicht das gleiche Problem wie Sänger. Ja, vielleicht. Ja, hauptberuflich ist immer so die Sache. Was war Gollum jetzt nochmal? Reiseleiter. Ja, komm, das ist ein Touristen. Reiseleiter, ja, das ist doch Reiseleiter gibt es einige. Ja. Gollum als Reiseleiter auf der 3. So. Wen haben wir auf der 5? Vielleicht haben wir es schon... Vielleicht doch den Jagdleiter. Vielleicht doch der Schriftsteller oder der Jagdleiter. Oder doch der Schriftsteller. Oder das Parlamentsmitglied. Ja, das würde mich jetzt schon sehr wundern. Ja, mich auch. Also, vielleicht gibt es wirklich viele Jagdleiter, weil die einfach so einen riesen Outback haben. Weil die so viel Natur haben. Ja, lass uns mal versuchen, ja. Also Jagdführer steht hier unter 20, ist auf der Platz 8. Ich weiß nicht, wie es definiert ist, sorry. Ja, daher, deswegen haben die nämlich das Känguru-Problem. Die haben nur 20 Jahre gehabt. So nämlich. Ja, ich habe alle Probleme von Australien gelöst. Ja, dann vielleicht doch die Schriftsteller. Ja, also jetzt ist ja nur noch, sind es Schriftsteller? Ja, das schon auch viel klingt, aber versuchen wir es mal. Wie groß ist das Parlament von Australien, frage ich mich. Ja. Nein, Bilbo als Autor ist richtig. Nice. Und auf der 5, dann wäre Pippin als Sänger gekommen und dann Gandalf als Parlamentsmitglied. Sehr weirde Kategorie, ich weiß, aber ich fand diese... Trotzdem Spaß gemacht. Aber offizielle Statistik, die sie so rausgebracht haben. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe noch diese Frage, ich will aber auch noch Herr der Ringe reinbringen. Ja. Aber ich fand es allein schon witzig, jetzt zu überlegen, was die an Berufen sein könnten. Also allein dafür war die Frage schon sehr unterhaltsam, für mich zumindest. Damit sind wir durch. Ja, und? Well performed, cool. Durchgenommen. Doch, finde ich auch. Haben wir gut angestellt, Marcel, eigentlich. War ein paar Knifflige, aber davon abgesehen. Ich lese mir nochmal die Drachen durch vor Staffel 2. Die muss ich mir mal komplett mal anschauen. Aber waren schöne, vielseitige Fragen, Tobi. Danke, danke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Top 5 Quiz. Oder eher bei der anderen Folge demnächst. Wahrscheinlich eher das. Wahrscheinlich erst bei einem anderen. Und rappen das Ganze hier ab. Rapper, rap.